liebe Spaziergänger! An der Stelle möchte ich auch gerne ein Dankeschön an die Polizei ausrichten. Bravo! Bravo! Danke, Polizei! Ja, danke, dass ihr alle beteiligt seid. Danke, Polizei! Danke, Polizei! Okay, danke, danke. Danke, dass alle so friedlich hier waren. Auch wenn man sich zwischendurch ein bisschen anschreien lassen musste an der einen oder anderen Ecke. Ich möchte gerne mal ein Feedback von allen haben, die hier das erste Mal mitgehen. Hier! Kannst du gerne haben. Wer ist denn alles hier das zweite Mal dabei? Wer ist schon das fünfte Mal dabei? Hier, hier, hier. Oh, das sechste Mal. Wow, mehr als ich. Wer ist hier dabei, der mitläuft und auch wieder ein volles Mitglied der Gesellschaft sein möchte? Ja, wer ist hier, der gerne wieder arbeiten möchte oder versucht, seinen Job zu behalten? Hier! Ich auch! Wer läuft hier mit für die Zukunft seiner Kinder? Hier! Wer möchte seine Grundrechte wieder haben? Ja! Bei den Kindern bitte. Study Generation. Kinder, tut alles für die Schule. Ja. Wer Kinder mitbringen? Jetzt habe ich meinen roten Faden verloren. Nimm den grün. Okay. Wer läuft hier mit und ist für Selbstbestimmung? Ja. Polizei ist immer für Selbstbestimmung. Genau. Und wer läuft hier für die Freiheit? Leute, das ist unser kleinster gemeinsamer Nenner. Wir alle stehen hier für die Freiheit. Ob wir Sorge haben um unser Beruf oder um unsere Kinder, wir alle stehen hier für die Freiheit und für die Selbstbestimmung. Und wie friedlich das ablaufen kann, haben wir heute gezeigt. Danke. Genau, also, damit wir stetig mehr werden, wir dürfen auch weitere Menschen mitbringen für nächsten Montag. Ich habe hier von vielen gehört, dass sie zum Beispiel auch geimpft mitlaufen. Super! Wo seid ihr? Alle Geimpfte mal melden! Hier! Es geht hier viel mehr als um nur einen Impfzwang oder nicht. Es geht hier um Solidarität, Gemeinschaft, Frieden und Freiheit. Also, wir kriegen noch viel Menschen mehr auf der Straße. Bravo! Es geht um unsere Demokratie. Das ist das Allerwichtigste, das größte Gut, das wir noch haben. Und wir müssen es verteidigen. Danke. Also, hiermit ist die Veranstaltung offiziell aufgelöst. Die Menschen, die noch Pläne haben für heute Abend, können also diesen nachgehen. Und der Rest, der möchte, kann sich frei bewegen. Das wäre schön, wenn wir uns frei bewegen könnten. Yeah.
Achtung, eine Durchsage, hier hat jemand seine Frau verloren. Ich habe meine Frau verloren.